Willkommen zum zweiten Spiel des heutigen Tages, das wir übertragen in den Paradeishof. Holland gegen Belgien lautet die zweite Begegnung. Die Holländer in den traditionell orangen Dressen, Belgien in schwarz. Die Belgier am Ball. Und good save vom holländischen Tormann. Die Holländer sind aus Utrecht. Traditionell immer sehr stark beim Homeless World Cup, die holländische Mannschaft. In Graz 2003 waren sie ja im Semifinale. Schiedsrichter der Begegnung ist übrigens ein Grazer, der Reinhard Raminger, auch seit 2003 bei diesem Turnier mit dabei. Sehr erfahrener Mann. Und schon das 1:0 für die Belgier. 1:0 für Belgien im Bruderkampf im Flämisch. Und bereits das 2:0, da wirklich einen starken Eindruck hinterlassen hier die Jungs aus Belgien gegen ihre Nachbarn aus Holland. Doch die geben noch nicht auf. Noch lange nicht. Gute Abwehr des belgischen Torhüters. Insgesamt sind ja 55 Teams dabei bei diesem 8. Homeless World Cup. 43 in der Herrenklasse und 12 in der Damenklasse im Women's Cup. Angreifen dürfen immer drei Spieler auf einmal und 1:1, Ausgleich. 2:1, pardon. 2:1, Anschlusstreffer für die Holländer. Und Penalty. Der Torhüter ist über die Begrenzung des Strafraums herausgekommen. Das bedeutet Penalty für Belgien. Die Chance, die große Chance zum 3:1. Ja, ganz cool gemacht. 3:1. Street Soccer ist wirklich ein Spiel, wo man körperlich sehr gefordert ist. Es geht schnell hin und her. Drei Spieler dürfen angreifen zum gleichen Zeitpunkt, aber nur zwei verteidigen. Das bedeutet, dass wenn alle Spieler mitgehen, die angreifende Mannschaft immer im personellen Vorteil ist. Alle drei Belgier jetzt in der Angriffshälfte haben die Chance, das Spiel zu verlagern, den Ball zirkulieren zu lassen. Sie führen ja 3:1 gegen die Nachbarn aus Holland. Und die müssen sich anstrengen, wenn sie noch einmal herankommen wollen. Der Homeless World Cup hat ja seine Weltreise von Graz aus begonnen und dann weiter fortgesetzt über Göteborg 2004, Edinburgh 2005, Kapstadt 2006, Kopenhagen 2007, Melbourne in Australien 2008 und zuletzt im vorigen Jahr in Mailand fand der 7. Homeless World Cup statt, nun eben hier an der Copacabana in Rio de Janeiro. Und das ist das 3:2. Die Holländer verkürzen auf 3:2. Noch ist nichts entschieden hier am Court am ersten Spieltag des Homeless World Cup. Ein großes Festival des Fußballs. Football Sozial, wie es hier heißt. Ein sozialer Fußball, Fußball für soziale Integration. Hier jetzt Belgien gegen Holland. Holland!
Die Österreicher waren nach der Auftaktniederlage gegen Portugal sehr, sehr traurig, haben aber dann gesagt, wir lassen jetzt die Köpfe nicht hängen. Wir schauen nach vorn. Wir haben noch in der Vorrunde 3 Spiele gegen Norwegen, gegen Luxemburg und gegen Frankreich. Die Franzosen verloren vor kurzem das erste Spiel gegen Luxemburg, überraschend mit 4:3. Die Luxemburger präsentierten sich als sehr, sehr starkes Team. Das heißt, es wird eine schwere Aufgabe für die Österreicher noch werden, hier unter die besten 3 Teams zu kommen. Die besten 3 Teams steigen dann in den oberen Zweig auf und haben die Möglichkeit, am Ende unter Umständen sogar um den Homeless World Cup zu kämpfen. Regierender Weltmeister ist die Ukraine, die natürlich alles daran setzen werden, ihren Titel zu verteidigen. Hier steht es noch immer 3:2. Belgier mit leichten spielerischen Vorteilen gegen die Nachbarn aus Holland. Eckball wird eingerollt, nicht geschossen, aber er muss gerollt werden, darf nicht geworfen werden, so sagen es die Regeln. So, jetzt haben die Belgier wieder die Chance und die Halbzeit ist schon da. Spielstand 3:2 für Belgien